Jo, Mann, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live. Mit dabei ist wieder der Lice. Hallo. Lice ist back. Theresa ist jetzt nicht mehr da. No. Es gab ein Stunden-Livestream, den ich gemacht habe am Montag, für die Leute, die nicht da waren. Ich fasse das eben nochmal ganz kurz zusammen, weil ich kann den Stream nicht hochladen, weil ich nicht GEMA-freie Musik benutzt habe, beziehungsweise rechtliche Musik. Wir haben Meserator, also den haben wir in der letzten Folge geholt, aber ich habe hier so versucht, nochmal ein bisschen alles irgendwie automatisch zu machen. Hat nicht so ganz geklappt, aber das werde ich jetzt in der Folge machen und Lice sucht sich derweil mal eine Lösung, denn wir brauchen so mal den ersten Strom und wollten gucken, dass wir vielleicht Solarpanel machen oder ob wir irgendwie eine andere günstige Lösung finden. Da brauchen wir Kohlestaub, ein Generator. Ein Generator und zu stehen. Electric Circuits habe ich fertig. Da brauche ich zwei Stück mehr nicht. Also für eins, für ein Solarpanel. Für ein Solarpanel zwei Stück. Einen habe ich schon fertig. Ja. Aber die sind auch gar nicht so teuer. Na, es geht. Eisen haben wir jetzt auch genug. Ja, ich weiß gar nicht. Müssen wir einfach gucken. So. Ich habe hier keinen Bock, das die ganze Zeit nachzufüllen, deswegen werde ich jetzt ein bisschen mit Hoppern arbeiten, die das dann dementsprechend selber machen, dass wir einfach nur reinwerfen brauchen und das ist ja dann eigentlich irgendwo dann auch ein bisschen sehr angenehmer. So. So, das ist unsere Chest, in die soll es reingehen, am Ende. So, dann müssen wir uns erstmal einen Hopper draufsetzen. So, erster Hopper. So, da kommt der Furnace drauf. Ich muss jetzt erstmal den Hacke wiederholen. Ich habe meine Spitzhacke irgendwo in die Kiste geworfen. Ich habe die Kisten von unten nach oben geholt, nach dem Stream. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch verändert habe. Aber ansonsten ist halt nicht viel passiert. Ihr habt nicht viel verpasst. Und ja, waren halt eigentlich nur solche Umbauarbeiten, weißt du? Die muss man halt einfach mal machen. Weißt du, bist halt drauf, machst halt deine Folge da fertig. Und dann gibt es immer so Sachen, die dich stören. Nur wir haben ja gesagt, dass wir das offline nicht mehr machen wollen. Dass man das halt so viel wie geht halt auch einfach aufnimmt. Das ist der Grund, wieso ich das im Stream gemacht habe. Ich habe diese Holzpipes ausprobiert, diese Cobblestone-Transfer-Pipes, aber die haben ja irgendwie nicht funktioniert. Muss ich mich nochmal weiter mit auseinandersetzen. Und, Was willst du denn damit transportieren? Ach so, ich wollte einfach nur gucken, wie die Kisten halt einfach hin und her transportieren. Mir fliegt die ganze Zeit eine Fliege vors Gesicht. Also Leute, wenn ihr irgendwie eine Fliege seht... Wir nennen sie Jerry. Jerry die Fliege. Genau, Jerry die Fliege ist in the hood. Ich wollte mir noch einen Wrench mitnehmen. Das war's, genau. Hier meine Quartz Wrench. So. Achso, ich habe übrigens noch ein paar Leaves und so gefarmt, ne? Ich war noch im Dschungel und da kannst du ja mal reingucken. Ich habe noch ein paar Leaves für dich da reingelegt. Ja, sehr cool. Perfekt. In der Hoffnung, dass du die eventuell gebrauchen könntest. Auf jeden Fall. Also es sind auch bunt gemischte Leaves, muss ich sagen. Nicht nur Rubber, nicht nur Jungle Wood, sondern auch so Oak und alles. Da musst du das, dich einfach mal durchschauen. Mhm. Schön ist es nicht, aber selten hier. Wo ist meine Bedbox da? Hauptsache die Bedbox sieht aus wie ein Stück Holz. Jetzt ist auch die Bedbox leer. Jetzt brauche ich erstmal wieder Kohle. Na gut. So viel Kohle haben wir auch gar nicht mehr, das wird kritisch. Egal, wir können hier schon mal reinwerfen. Ich hoffe, das funktioniert auch mit dem, was ich mir so vorstelle. Irgendwie das Gefühl, in den letzten Folgen war mein Sound einfach zu laut. Also nicht so extrem laut, das war okay, aber jetzt geht's mir einfach hart auf den Sack. Okay. Naja. Ja gut, so viel Holz haben wir nicht. Warte mal. Wie teuer ist ein Coke Ofen? Der ist gar nicht so teuer. Guck mal. Wollen wir uns einen Coke Ofen machen? Was kann der? Dadurch kriegst du Coal Coke und die ist nochmal doppelt so leistungsstärker wie normale Kohle. Okay, cool. Also dafür brauchen wir Sand und Bricks. Also, ne? Clay. Also weiß ich nicht. Einer holt Sand, einer holt Clay, weil ich weiß, wo in etwa Clay liegt. Ich hatte den irgendwie mal beim, als ich hier irgendwie durch die Gegend gelümmelt bin, gesehen. Und da hinten ist, glaube ich, eine Wüste.
Da fällt es nicht auf, wenn ich das Sand klaue. Das ist richtig, das ist richtig. Ich hol mir noch. Soll ich dir eine Schaufel mitcraften? Gerne. So. Weißt du, was ich letztens überlegt habe? Wie geil wäre das denn, wenn man an den Hauseingang so eine Wurzel setzt, wo man reingehen kann und dann unseren Baum hochgehen könnte? Weißt du, wie ich das meine? So eine Wurzel aus so einer Wurzel so einen Tunnel macht quasi. Und dann in den Baumstamm hochgehen oder Ja, wie meinst du? dass man halt, man schlägt halt so, weiß ich nicht, fünf Wurzeln. Oder am besten so, ja, vier. Je nachdem, also in jede Richtung irgendwie eine Wurzel. Und durch eine Wurzel kann man halt durchgehen hier hoch, weißt du? Wenn man dann so reinkommt, kann man durch diese Wurzel gehen. Ja, und dann durch die Wurzel Hier in hoch. den Baumstamm rein oder auf diese Ja, Treppe. ich würde auf die Treppe gehen. Vielleicht bauen wir dann einfach nochmal Jungle Wood und dann bauen wir hier nochmal einfach aus, dass man halt, ne? Das wäre doch auch geil, oder? Okay. Und die Wurzel meinst du, dass die vom Baumstamm aus Ja, ungefähr aber guck, bis zum Eingang? man könnte es ja theoretisch so machen, dass man, weiß ich nicht, hier anfängt mit der Wurzel, dass man so, weiß ich nicht, so tut, als würde die Wurzel aus dem Boden rauskommen, sich dann so hier und dann kann sie so von hier aus so reingehen, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich nehme das in Angriff. Also muss jetzt nicht sofort sein, das können wir als Final-Projekt, wenn wir mit dem Baum oben fertig sind, machen, aber sonst so. Erstmal die Äste fertig und dann kommt die Genau, Bucht. so finde ich das eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ist. Nice, wir haben das Problem aller Probleme. Hast du noch irgendwo Kohle? Sag ich dir, wenn du mir sagst, ob du noch Rubber hast. Ich habe tatsächlich noch 5 Rubber in der Kiste liegen. Hatte ich eben noch in der Hand. Zwei. Meine Antwort auf Kohle? Nein, ich habe keine Kohle. Na gut. Recycle. Hast du ein bisschen Holz? Holz habe ich. Wie viel brauchst du? Naja, ein bisschen, um einfach irgendwas an den Ofen zu anzutreiben. Danke. Es geht ja nur darum, dass unser Clay hier durchschmitzt und wir dann ein bisschen stärkere Kohle haben. Lö. Da vorne ist es alle. Ha! Was machen? Panik! Panik! Keine Kohle wird verschwendet. Ja, ist so. Leis, du verschwendest Kohle. Oha. Was soll das? Ich brauche Ja, bitte. Redstone. Ich habe 5 Stück im Inventar. Bitte. Ja, wird reichen, wird reichen. Dankeschön. Ja, nehme ich auch gerne. Danke, danke. Ja. Ja, damit. So, hier. Mal gucken. Nein! Nicht dahin! Fehlplatzierung, Fehlplatzierung! Also dafür, dass wir gesagt haben, weiß gar nicht, was wollten wir. Das ist immer das Geilste bei solchen Aufnahmen, ne? Leise und ich wissen eigentlich gar nicht, was wir genau vorhatten am Anfang der Folge. Ja. Aber das ist auch nur so, weil du kannst theoretisch alles machen im Projekt. Und ja, du kannst einfach alles machen. Fakt. So. So müsste das doch theoretisch gehen, oder nicht? Tada, es funktioniert nicht. Aber warum nicht? Pickup offen ist das Struggle, oder? Ja. Was Ob denn? wir behindert sind oder nicht. Wieso, was ist denn? Wir hatten den Mittelblock immer reingetan. Achso, der kommt als letztes. Da kommt gar kein Mittelblock rein. Ach so, da kommt nur ein Block rein. Oder wie? Hä? Die Mitte bleibt frei, also. Ach so. Lol.
Da, in der Mitte muss noch ein Platz sein, ist ja auch ein Ofen. Macht Sinn, ja. Hä, ist voll verwirrend, aber gut. Wollen wir den nochmal oben aufbauen? Ja, ja, das heißt 3x3, deswegen. Ja, 3x3, aber in der Mitte nichts. Ach so, in der Mitte, ja, 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 nee, okay, dann war das ein heftig harter Denkfehler. Ey, zuerst kein Mathe hinkriegen, dann so ein Scheiß. Was ist nur los? Ja, wirklich. Leute, was ist los? Na egal. Also, wenn jemand verpeilt ist in solchen sämtlichen Technik-Sachen, dann sind wir das. Dann sind das wir. Wir. So. Heute Ganz Abend frei. Wird ehrenlos. Gib mir Wodka. Ah, so. Und der gehört da nicht hin. Aua! So. Nee. Hier, der kommt weg. Und? Ja, ich habe auch keine Kohle mehr. Doch, ein Kohlestück habe ich zum Verheizen. Ja. Okay, dann auch so. Geil. Du kannst den aber auch mit Charcoal füllen, habe ich gelesen. Also, wir könnten uns ja theoretisch einfach Holzkohle machen und den da reinknattern. Ich meine, es dauert ein bisschen. Ja, es dauert ein bisschen. Aber könnten wir doch, oder nicht? Können wir machen. Wäre doch die einfachste Lösung, irgendwie Kohle oder so zu bekommen. Ich meine, wir können es ja nicht drauf verlassen, dass so eine Mining-Turtle jedes Mal, weiß nicht, dass die Kohle da mitnimmt, weil die frisst ja auch selber, während sie arbeitet. Das ist das Problem, do you know? So. Ja, nee, dann haben wir unseren Kochofen fertig. Nach einem langen Geraffel. So viel dazu. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt in der nächsten Folge Solarpanel fertig kriegen, aber das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Also machen wir easy. Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Michael, vielleicht wieder schauen. Tschüss. Und reingehauen. Ciao.